Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen ziemlich eskalativen Haul für dich. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Haul setzt sich zusammen aus sehr, 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 sehr vielen Bestellungen. Also ich habe bei Urban Decay im Sale zugeschlagen. Ich habe mir selber ein Geburtstagsgeschenk bei Purish gemacht und habe auch was von Purish zugeschickt bekommen. Bei Lethal Cosmetics gab es neue Paletten, die ich haben wollte und dann noch ein bisschen was ich schön fand. Bei BH Cosmetics gab es halt meine Geburtstagslidschattenpalette, die ich mir bestellt habe. Bei Beauty Bay gab es krasse Angebote, habe ich auf Insta geteilt. AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Folgt mir da sehr gerne, falls du sowas nicht verpassen willst. Und ich habe auch ein bisschen was zugeschickt bekommen. Und ich wurde geinfluenced und keine Ahnung. Und ich fand es schön und ich muss es haben. Und habe ich das schon gesagt, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen. Am besten was ganz, ganz Großes. Hol dir was zu trinken. Am besten ganz, ganz viel. Nee, nicht zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Falls ich es doppelt gesagt habe, doppelt gemoppelt hält besser. Also, ich habe mir das jetzt hier alphabetisch sortiert. Es ist immer so, dass ich sammle. Und zwar, ihr habt das eigentlich im Thumbnail gesehen, aber ich habe hier immer so eine Kiste. Und wenn diese Kiste voll ist, dann ist das für mich die Info, okay, Claudinchen, jetzt musst du einen Film darüber drehen. Also quasi ein Haul. Das hier ist ein Haul. Und ja, dann mache ich das, ne? Und ja, ich schäme mich ein bisschen, weil es doch so viel ist. Ansonsten habe ich ja auch ne, voluminösere Sachen, das ist jetzt egal, ich starte. Als allererstes habe ich mir etwas bestellt, um mir selber so meinen Verbrauch vor Augen zu halten. Das ist die Escher oder Ascher Taschenwaage, die liebe Melloflori auch immer empfiehlt. Die habe ich mir jetzt nachbestellt und damit wiege ich die Kosmetika ab. Das ist eine Feinwaage bis 200 Gramm. Also große Lidschattenpaletten sind schwierig damit zu wiegen. Gibt es auf Amazon. Ich verlinke alles, was ich verlinken kann, soweit die Infobox reicht, in der Infobox. Das ist einfach eine Taschenwaage. Und da kann man halt so eine Foundation mal mit abwiegen, dass ich mir selber einfach mal vor Augen halte, Mensch Claudia, so und so viel Foundation brauchst du auf. Dann brauchst du nicht so viel nachkaufen, ne? So nach dem Motto. Klar, wenn es jetzt um sowas nicht unbedingt großartig Verderbliches wie eine Lidschattenpalette oder sowas geht, da werde ich schwach, da kann ich nicht anders, sagte sie und hatte hier sicherlich 10 oder 20 auf dem Tisch liegen. Das ist Wahnsinn, Leute. Ich habe auf jeden Fall eine Taschenwaage geholt und ich finde es ganz interessant. Bin schon am 2.6. angefangen und habe da die erste Wiegung gemacht von den Produkten, die ich so täglich verwende. Ne? Jetzt gerade habe ich einen Fullface Colourpop drauf. Klar, wenn ich da mal so einen Fullface schminke, wo ich das Produkt dann nur in dem Moment verwende, kommt es nicht mit in die Zählung. Das ist dann halt für mich super schwierig, weil ich ja auch ziemlich viele Schminkis abdrehe und sowas, ne? Naja, auf jeden Fall wollte ich das einfach nur so für mich mal gucken. Okay, bei Beauty Bay habe ich mir aber auch ein paar Neuheiten bestellt und zwar von Revolution Pro in der Farbe Light diesen CC Skin Tint. Diese Skin Tints, ne, das geht ja so dermaßen ab aktuell. Ich weiß gar nicht, gefühlt jede Marke droppt gerade einen Skin Tint. Also ich habe mir heute noch ja, den NARS Skin Tint geholt. Den gibt es ja aber eigentlich schon seit Jahren. Der wurde bei Flaconi aber als neu angezeigt. Dann habe ich mir ein paar Videos dazu angeschaut, fand den toll. Fahre zurzeit auf Skin Tints ab und habe mir den bestellt. Gab Rabatte, was will ich machen, ne? Und ja, Haul folgt. Ich mag den von Urban Decay super gerne. Ich mag den von Nabla, der kommt gleich. Den habe ich auch schon getestet, aber der ist trotzdem hier im Haul mit drin. Und ja, jetzt hat einfach Revolution Pro, das ist ja eine Untermarke von Revolution, einen rausgebracht. Und mich damit auch so, ja, hat es mich interessiert, wie das so ist, ne? Oh, muss so viel drücken, bis da was kommt. Okay, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht alles swatchen, oder? Dann sitzen wir hier morgen noch. Oh, hier habe ich auch noch einen Swatch von eben, von meinem Schminki. Okay, das ist eher wie so eine Creme. Hat jetzt so nichts gemacht, ne? Riecht angenehm. Also ich werde sehr, sehr viel mich demnächst schminken, weil jetzt, wo ich gerade drehe, ist der 15.06. Da habe ich schon Urlaub. Und ich drehe fast jeden Tag jetzt ein Fullface-Schminki, ne? Also gestern habe ich, glaube ich, was war das? Boah, Sante Naturkosmetik habe ich gedreht. Heute habe ich einen Colourpop gedreht. Da hinten steht noch 11. Und was nicht alle, also super viele Schminkis sind geplant. Anastasia Beverly Hills wird auch noch abgeschminkt und so, ne? Genau. Auf jeden Fall, ja, habe ich eine Foundation gekauft. Läuft bei mir. Apropos Anastasia Beverly Hills, da habe ich dieses wunderschöne Schätzelein. Das habe ich gesehen
Oh, bei Zara. Bei Zara habe ich das gesehen. Genau, Zara Moser. Ich verlinke euch alles, was ich kann, wie gesagt, in der Infobox. Die hatte die Palette reviewed und fand die echt schön. Italian Summer Face Palette von Anastasia Beverly Hills. Die ist ja relativ neu rausgekommen. Die gab es aber auch schon recht früh. Ich glaube, ich habe die helle Variante mir bestellt, weil ich bin ja auch nicht so gebräunt. Oh, ist die schön. Also ich hatte mir die Verpackung tatsächlich kratziger vorgestellt, die Umverpackung. Die ist aber relativ glatt. Fühlt sich sehr schön an. Und ja, wow. Hier haben wir dann Blush, Bronzer und Highlighter. Wow. Der Bronzer könnte vielleicht etwas dunkel sein. Aber ja, ne, wenn man... Oh Mann. Oh, der Highlighter fühlt sich schön an. Der Blush hat auch so einen leichten Schimmer mit drin, was ja aktuell so ziemlich in ist. Sieht schön aus. Oh, das mag ich. Ich muss mir ein Handtuch hier hinholen, damit ich mich auch ab und an mal abputzen kann, damit ich euch wirklich so viel wie möglich swatchen kann, ne? Ja, okay. Wie gesagt, es kommt alles irgendwie jetzt, da kann ich auch die Umverpackung jetzt wegmachen, ne? Nach und nach in Schminkies rein, teilweise One-Brand-Schminkies, teilweise so gesammelte Viecher. Da müssen wir einfach mal gucken, wie wir das so dann voneinander bekommen. Zack. Okay, ja, die musste natürlich auch sein, ne? Von Too Faced, die Teddy Bear Bear It All Eyeshadow Palette mit dem Bärchen. Ich hätte super gerne auch diesen Highlighter gehabt, der ja auch damit gedroppt wurde, aber der ist mir viel zu dunkel. Deswegen habe ich den einfach mal stehen lassen. Kann man das sagen im Onlineshop? Hm. Den habe ich schon mal, ne? Meistens, wenn die Paletten ankommen, nehme ich die einmal aus ihrer Verpackung raus, um zu gucken, ob sie heile sind. Genau, wegen diesem Bärchen hält das nämlich sehr gut in der Verpackung fest. Die ist relativ klein, wenn man die so einfach mal, ne? Also online gesehen dachte ich, die wäre ganz schön groß, aber die ist sehr, sehr schmal, aber in dem Sinne auch handlich, ne? Ja, und ich mag das einfach, dass es nicht diese Plastikverpackung ist. Es gefällt mir echt gut. Hier ist eine Folie drüber und ei, was sind das für schöne Farben. Neutrale Farben. Ja, theoretisch würde man jetzt sagen, okay, Claudia, du hast ja schon einige Eyeshadow-Paletten, du brauchst jetzt nicht nochmal eine neutrale Palette dir holen. Doch. Also ich finde schon für den Alltag ganz schön, was mir hier so ein bisschen mehr fehlen würde, wären so die hellen matten Töne. Da habe ich jetzt ja nur einen einzigen. Und der hier, dieser peachige Ton, der hat auch so ein bisschen Schimmer noch mit dabei, ne? Aber ansonsten finde ich die super schön und die duftet auch. Nicht jeder mag sowas, aber ich stehe halt drauf, ne? Ja, die ist schon schön. Ja, ich muss demnächst mal wieder Fullface, Two-Face schminken. Ein Träumchen. Die Palette kann jetzt weg. Aber hübsch, echt hübsch. Mensch, ich kann die richtig aufräumen, das ist ja Wahnsinn. Aber ich habe noch mehr Lidschattenpaletten. Kein Problem. Von Jackie Einer, beziehungsweise Anastasia Beverly Hills in Kooperation mit Jackie Einer. Ich habe gefühlt alle Anastasia Beverly Hills Paletten auf meiner Wunschliste stehen. Und immer wenn ich irgendwo in einem Online-Shop sehe, dass die hardcore reduziert sind, also schon irgendwie so 30% oder so, ne, bei Douglas, bei Beauty Bay oder, dann schlage ich meistens zu. Ja, einfach um irgendwann mal diese Anastasia Beverly Hills Palettensammlung voll zu machen. Diese Novina-Geschichten lasse ich meistens außen vor. Weil die sind, also ich habe eine davon und zwei kleine, glaube ich. Ja, eine große und zwei kleine. Irgendwie, ich stehe mehr auf dieses Format. Das ist einfach mehr so meins. Und ja, die möchte ich halt irgendwann alle haben. Und ich habe schon ganz schön viele hier. Ja, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile, muss ich mal gucken. Oh, ich habe schon so viele. Ja, es ist halt eher so ein Sammlerstück. Aber ich möchte natürlich die Paletten auch verwenden. Ne, das ist jetzt nicht so, dass die bei mir im Schrank versauern. Es ist bei mir, dass ich... jede Woche lasse ich tatsächlich über meine Alexa hier auslosen, welche Lidschattenpalette ich so für mich verwende. Und da schminke ich dann auch alltags mich einfach mit. Die Verpackung hier fühlt sich so schön an, genauso wie diese Face-Palette, die auch rausgebracht haben. Also das mag ich gerne, ne? Das ist auch recht gut abwaschbar, wenn man das so sagen darf. Und hier sind eher so dunklere Töne drin, aber auch wunderschöne Töne. Oh... Ja, mir geht mein Herz auf, ne? Also die erste Anastasia Beverly Hills Palette, die ich in meiner Sammlung je hatte, ist die Sultry Palette, die ich von Mrs. X bzw. von der lieben Yvonne mal geschenkt bekommen habe. Sehr, sehr zu Anfang meiner YouTube-Zeit. Dankeschön, das ist so, so lieb. Und sie hat mich auch mit Urban Decay angefixt. Da hat sie mir die Born to Run Palette geschenkt und die habe ich auch immer noch da. Und das ist, ach, ein ganz herzlicher Mensch, sage ich mal. Die ist tatsächlich, habe ich letztens noch gesehen und ich habe geheult vor Freude ernsthaft, als ich gesehen habe, dass sie mir immer noch folgt und da hat sie mir auch einen Kommentar geschrieben. Mega. Also liebe Grüße an diese Stelle, falls du das hier siehst. Und ja, genau, die habe ich jetzt halt auch in meiner Sammlung hier. Sie baut ihre Sammlung immer weiter aus. Eigentlich ist es,
wenn man an Sammler denkt, ne, die bewahren halt meistens auch diese Umverpackung aus, auf und packen niemals in die Paletten. So bin ich jetzt nicht. Also, wenn ich jetzt alle Umverpackungen aufbewahren würde, nee, da bin ich auch kein Fan von. Das, nee, aber ja. Die Norwiner Palette hat mir tatsächlich auch noch gefehlt und jetzt ist sie da. Ja, es war nicht günstig, was hier auf dem Tisch steht, Leute, ne? Aber in Relation zu dem Normalpreis, was man normalerweise bezahlt, war es schon wieder günstig. Die ist halt so samtig. Das ist noch eine von den älteren Paletten, ne? Und, oh, das ist so wunderschön. Die Modern Renaissance habe ich auch. Und auch die Glam Scheibenkleister. Wie heißt die denn? Die senffarbene, die ich gerade angucke. Glam. Glam at all? Nein. Das ist Catrice. Die schaut so aus und das ist halt voll mein Beuteschema. Ich liebe lila und ich liebe grün, tatsächlich. Das ist so meins, weil ich tatsächlich ja mit grün-braunen Augen unterwegs bin und das bringt meine Augen auch echt schön zum Strahlen. Ich mag das einfach und deswegen, Mann, ich muss mich, glaube ich, echt nicht rechtfertigen, oder? Muss ich mich rechtfertigen? Nein, ich rechtfertige mich nicht. Dann habe ich hier, ja, Revolution Glow mitgenommen. Ist Revolution Glow schon wieder eine neue Marke? Ich bin vollkommen verwirrt. Oder ist das Revolution bzw. Revolution Pro, nur halt mit Glow? Ich bin voll verwirrt. Also einmal habe ich mir den So Glazed mitgenommen. Das ist ein Highlighter halt. Also irgendwie verwirrt mich diese ganze Revolution-Geschichte. Hier steht auch Revolution Beauty drauf. Keine Ahnung. Und das ist ein Riesenvieh. Echt coole Verpackung, ne? Und das ist riesig. Wie viel Gramm haben wir hier drin? 13 Gramm Highlighter, Leute, ne? Warum macht sie das? Weil das Bild auch so schön aussah. Das ist halt so ein Blattmotiv hier drin. Der ist schon cool. Und Revolution kann einfach Highlighter, ne? Die sind da echt gut drin. Und deswegen habe ich den mitgenommen. Ich wühle da einfach mal drin rum. Und das ist halt echt meine Farbe, ne? Was willst du machen? Das ist schon schön. Man sieht ihn da ein bisschen, ne? Ich finde ihn schön. Noch ein Highlighter, Claudia. Noch ein Highlighter. Jetzt habe ich hier aber einen Bronzer. Habe ich mir geholt in der Farbe Fair. Weil, ne, ich bin halt so fair. Aber das ist halt auch Revolution Glow wieder. Keine Ahnung. Hier steht auch ganz fett Glow vorne drauf. Der hat eine etwas andere Oberfläche. Das ist, glaube ich, ein Face and Body Highlighter und das andere ein Face and Body Illuminator. Weil die halt so riesig sind, ne? Hier ist ja auch wieder deine 5000 Kilo drin. 15,5 Gramm. Aber eine geile Farbe. Also, der riecht aber komisch. Das ist voll die Bratpfanne. Wahnsinn. Aber, naja, habe ich hier oben mal geswatcht. Der ist schon schön. Der hat so ein, ja, ein satiniertes Finish. Weiß ich nicht. Wir müssen es ausprobieren, Leute, ne? Wie das dann auch auf dem Gesicht wirkt. Okay, dann habe ich noch mehr von Revolution mitgenommen. Und zwar habe ich hier von Revolution Pro den Ultimate Radiant Under Eye Concealer. Und den habe ich in der Farbe C1 mitgenommen. Ist der neu? Also ich habe das vorher noch nie so gesehen. Ich kenne halt nur diese Tarte Shape Tape nachgemachte Geschichte. Und das war mir halt irgendwann zu trocken, zu austrocknend für mein Gesicht, weil ich ja, ja, 31 Jahre alt bin, ne? Darf man nicht vergessen. Und, nein, ich bin 32, das darf man nicht vergessen. Und dann kommt es halt irgendwann, dass man halt nicht mehr so eine frische Haut hat und mehr Fältchen und so. Und dann, ja, ist das Leben als solches eines der härtesten. Der sieht aber dunkler aus, als ich dachte. Aber gut, ja, vielleicht funktioniert er ganz gut, weil so ist er fast schon mein Hautton, ne? Dann wird es wahrscheinlich ein eher dezenter Concealer für mich werden. Ja, mal gucken. Wir werden das mal ausprobieren. Ja. Da dachte ich erst, ich hätte mich vergriffen, aber nein, es ist genau das, was ich dachte, was es ist. Und zwar gibt es von Revolution etwas, Revolution Mask Care Uplifting, ein Under Mask Mist. Also es ist tatsächlich ein Spray, was du unter deiner Maske verwendest, um zum Beispiel Maskne zu vermeiden. Ich finde, dass die Beschreibung online halt auch relativ irreführend ist. Ich persönlich werde es als solches verwenden, dass ich mir das auf mein Gesicht gebe. Und wenn ich dann zum Beispiel zur Arbeit gehe, dann habe ich halt immer irgendwie einen freshen Up zwischendurch, dass ich mir das einfach in die Handtasche gebe. Oder ne, dass, wenn wir einkaufen fahren oder so, dass ich mir das eben erst drauf mache, damit nicht dieses Mähmilieu entsteht, sondern dass alles irgendwie ein bisschen fresher sich anfühlt. So meine Idee.
Keine Ahnung, muss ich mal ausprobieren, ne? Aber es fand ich ziemlich witzig. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen was von Beauty Bay zugeschickt bekommen, weil Beauty Bay hat ja die Eigenmarke bei Beauty Bay und die haben neue Produkte rausgebracht und die darf ich austesten. Das ist diese Utopia-Kollektion. Ja, und das ist jetzt wirklich eine Farbexplosion. Dieses hier ist die Aquaved Liner Palette. Nein, Aquavated. Ja, okay. Jetzt brauche ich erstmal meine Schere. Boah, es wäre so schlau gewesen, wenn ich mir was zu trinken mit hier reingenommen hätte, Leute, ne? Weil ich rede hier wie ein Wasserfall. Ja, das wird dann etwas crazy. Aber gut, die werde ich mit euch mal in einem separaten Video, boah, geil, ausprobieren. Und das ist halt so eine, die gibt es ja auch von Suva Beauty, ne? Und die kannst du halt mit Wasser aktivieren und dann verwendest du die wie einen Wassermalkasten. Richtig geil, habe ich extrem Bock drauf. Oder kann ich die, nee, das ist schon, ne, mit Wasser dann zu machen. Weil die sehen aus wie richtige Lidschatten. Nee, da die sind nicht, die sind sehr, sehr fest hier drin und auch ein bisschen feucht. Da habe ich so krass Bock drauf. So einen schönen leuchtenden Look. Also die Farben, die leuchten deutlich mehr, als es jetzt in der Kamera rüberkommt. Das hier sind zwei krasse Neonfarben. Orange und Pink, richtig, ne? Und das leuchtet hier gerade. Boah, der Wahnsinn. Und ich liebe sowas. Also gerade jetzt so Richtung Sommer, Frühling. Oh, lasst die Farben raus, Leute. Habe ich richtig Bock drauf. Dann habe ich hier die The Utopia Collection Summer Lip Gloss Trio. Da habe ich die drei verschiedenen Lipglosse drin. Also man kann es halt jetzt auch bestellen, wenn man möchte, bei Beauty Bay. Wie gesagt, links in der Infobox. Bei Beauty Bay, da habe ich, von Beauty Bay habe ich tatsächlich Affiliate Links. Das heißt, wenn ihr darüber bestellt, verdiene ich daran eine kleine Provision. Und ne, könnt ihr aber auch euch natürlich selber aus dem Internet raussuchen. Das sieht aus wie so eine Zigarettenschachtel, oder? Weiß ich nicht. Ja, gut. Und dann haben wir da drei verschiedene Lipglosse drin. Die sind aber mehr so ins Nudige. Das heißt, wenn man sich dann schon kabuff, kabäm, Lippen, Augen macht, dann hat man hier die drei Lippenfarben. Das ist ein klarer Lipgloss, der so ein bisschen Schimmer drin hat. Und der hat die Farbbezeichnung Ethereal. Dann haben wir Magics. Das ist so ein Peach-Ton. Und hier unten haben wir so einen bräunlichen Ton. Das ist die Farbe Imagine. Kann ich euch auch mal swatchen? Weil, ne, Swatches finde ich immer selber auch immer ganz schön, das einfach mal zu sehen, wie das dann überhaupt auf dem Handrücken aussieht, weil man da dann auch ein bisschen mehr darauf rückschließen kann, wie die so deckend sind. Aber Glosse sind ja meistens eher weniger deckend. Ja. Aber jetzt mag ich ganz gerne. Ich mag immer gerne Glosse. Ich mag auch, ja, einfach Schimmer auf den Lippen haben. Oh, da könnte man bei diesem kupferfarbenen ein bisschen Probleme bekommen, gegebenenfalls, dass die Zähne gelb wirken könnten. Hier haben wir jetzt die drei Swatches. Aber das glänzt richtig schön, ne? Oh. Voll mein Ding. Voll mein Ding. Verpackung finde ich übrigens irgendwie süß. So, dann mache ich die Swatches hier mal ab, dass ich hier gleich noch weiter swatchen kann, weil es geht hier noch deutlich weiter, Leute. Auch aus der Utopia-Collection habe ich die Pressed Pigment Palette. Heißt, es ist wie eine Lidschattenpalette, nur halt intensiver von der Intensität, also was quasi nachher auf deinem Auge landet. Und die schaut halt auch echt schön aus. Ich mag ja dieses mintgrüne, türkise, ist voll mein Vibe, ne? Ja, und das sind halt einfach mal 8 Farben, die schreien und sagen, guten Tag, Claudia, hiermit kannst du in deren Look schminken, dann machst du noch die Liner mit dabei und dann leuchtest du im Dunkeln. Ein Traum, ein Traum. Also hier haben wir nicht diese neon-krass blendenden Töne, damit kann man dann mit den Linern nachhelfen, aber es sind schöne Töne. Ich gucke mir mal das Rosa an, das Pink. Natürlich bei den Tönen kann es sein, also verwende auf jeden Fall eine Lidschattenbase, ne, dass es einen Stain hinterlässt. Also quasi die Augen so ein bisschen einfärbt, weil das ist halt eine Pressed Pigment Palette. Das ist dann immer etwas intensiver pigmentiert. So, jetzt habe ich hier mal 4 Töne. Hammer. Hammer. Also das ist schön. Sehr, sehr, sehr schön. Okay, da kann man mit eskalieren. Also das ist halt für mich, ne? Also es ist eine Festivalpalette eigentlich. Definitiv. Ich weiß nicht, wann und wie mal wieder Festivals stattfinden werden. Wow. Aber dafür wäre das safe was. Also Wahnsinn.
Ich habe jetzt meinen Tisch ein bisschen versaut, weil ich ein bisschen eskaliert bin, aber hey, so ist das Leben eben. Krass. Ja, das wäre dann bei Beauty Bay gewesen, oder Beauty Bay, wow, und ich habe schon 20 Minuten gefilmt. Ja, ich hätte da auch ein separates Video von machen können, ne? Da dumm. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter mit BH Cosmetics. Und da habe ich ja schon gesagt, da habe ich mir meine Lidschattenpalette von Mai geholt. Ich hatte im Mai Geburtstag, bin ein Jährchen älter geworden. Und das ist so eine schöne Palette. Ich muss mal erstmal hier diese Folie abmachen. Das finde ich bei BH Cosmetics immer jetzt ein bisschen... Man muss immer ein bisschen basteln, bis man an seine Produkte hier rankommt. You make them green with Envy Emerald. Also Emerald scheint dann mein Geburtsstein zu sein. Was ist ein Emerald? Weiß ich nicht, Saphir oder sowas? Nee, Saphir wäre Sapphire, oder? Weiß ich nicht. Steht hier nicht drauf. Ja, läuft. Genau, aber das sind dann halt die Töne. Ich finde, dass dieser High Spirit, das ist ja dieses gepresste Glitter, sehr interessant aussieht. Also, das ist schon krass, ne? Kann man dann als Topper verwenden. Kann man jetzt auch sehr schwer swatchen, deswegen mache ich das auch nicht. Total Package finde ich wunderschön. Das ist ein ganz normaler Schimmerton. Und dann gucken wir uns den Emerald auch nochmal an. Der hat so einen schönen Gold, der hat schöne Goldreflexe. Geil, oder? Boah, damit ein Look. Ja, man sieht, ne? Man sieht an meinem Look, dass ich grün gerne mag. Also dementsprechend passt das. Ich versuche, die Swatches hier mal irgendwie runterzukriegen. Geil. Und natürlich habe ich mir auch, weil jetzt hatte ich ja Geburtstag, ne, mein Birthstone Collection Pinselset bestellt. Also ja, da hast du halt dann die verschiedenen Pinsel mit drin. Und ich liebe BH Cosmetics Pinsel. Die stellen sehr, sehr gute, qualitativ hochwertige, ja, Preis-Leistungs-Verhältnis passt halt einfach bei denen, ne? Die Pinsel sind gut. Ich mag die. Ich kann die auch voll empfehlen. Ich verwende viele Pinsel aus allen möglichen Preiskategorien und auch echte Pinsel sind mittlerweile mit dabei. Aber ich muss wirklich sagen, dass BH Cosmetics und Luvia, was Preis-Leistung angeht, echt ganz, ganz vorne mit dabei sind. Kann ich echt empfehlen. Und hier haben wir halt dann die verschiedenen Pinsel. Ihr werdet die, ach, kann man hier besser sehen, ihr werdet die dann jetzt demnächst öfters einfach mal im Einsatz sehen, wenn ich mich dann schminke. Genau. Ja, eskalativ. Ja, man würde meinen, dass Claudia dann genug Lidschattenpaletten geshoppt hätte. Und dann hat sie herausgefunden, Lethal Cosmetics hat neue Lidschattenpaletten rausgebracht. Ja, und da ist sie ganz schnell losgerannt und hat sich welche gekauft. Welche ist gut? Sie hat sich alle drei gekauft. Und die werde ich halt auch nach und nach mal ausprobieren. Da habe ich jetzt zuallererst die Roots Pressed Pigment, nee, Pressed Powder Palette, so heißt die. Da muss ich den Schieber auch behalten, weil die Namen da drauf stehen. Und hier fand ich diesen Grünton Hammer. Also diesen hier oben, den Schimmergrünton. Oh, Needle hat eine Qualität, Leute. Das ist einfach der Wahnsinn. Das haut mich von den Socken. Wirklich. Und ich lieb's. Hier ist schon alles Mögliche geswatcht, egal. Ich mache einfach hier drüber. Das ist Wahnsinn, ne? Und den kannst du dir fast schon solo aufs Auge geben und hast einen geilen Look. Also das lässt sich nicht abstreiten. Finde ich echt, echt gelungen. Also die Qualität, das Preis-Leistungs-Verhältnis, Lethal Cosmetics. Ich habe keine Kooperation mit denen, aber es ist halt einfach, ne, aus dem Herz, aus der Erfahrung, aus dem ganzen Rumpumpum, mega geil. Destiny Press Powder Palette habe ich jetzt hier, also die Destiny Palette. Und ich konnte nicht widerstehen, das ist echt Wahnsinn. Schaut so aus. Die habe ich tatsächlich nämlich bei Jolina Men gesehen, die kleinen Paletten. Musste halt direkt nachshoppen. Auch mit ihrem Gutscheincode, ne? Immer schön 10% mit Absahnen. Das ist halt so eine etwas kühlere Palette, aber halt wieder dieses Lila, ne? Oh, Mann, ey. Ja, und da ist dieser Ton natürlich bombastisch. Das ist so ein rosa Pink mit ja, blauen Schimmerpigmenten mit dabei. Das ist krass. Echt krass. Ja. Auch das wieder so ein cremiger Ton, der einfach, also Butter auf der Hand jetzt geworden ist. Guckt euch das an, ne? Klar, Duochromes, safe, da bin ich auch wieder ein Fan von. Ja. Und dann gab es noch eine, die hat so Blütenblätter drauf. Das ist die Memento-Palette. Ja, die Frau. Die Frau. Mhm. Das ist die sehr warme Variante. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen roten Geschichten oder rötliche Looks, aber hier fand ich diesen Limettenton einfach Hammer. Was, ey? So ein Gelb mit Schimmer.
muss man vorsichtig swatchen, weil wow, das ist halt auch wieder von der Konsistenz was, ne? Das ist so schön. Och, das kriegst du so nicht überall, ne? Da bin ich einfach gespannt, wie sich das dann auch auf dem Auge machen wird. Aber bei Jolina sah das so geil aus, dass ich da einfach nicht widerstehen konnte. Nee. Okay, aber das war natürlich nicht das Einzige, was ich dort bestellt habe. Nein, ich habe hier noch die Palette. Ich habe keine Ahnung, die Dream Sign Palette. Das ist auch eine fertige Palette von denen gewesen und ich habe die voll vercheckt. Also ich habe die nicht mitgekriegt. Ja. War jetzt, glaube ich, sogar krass reduziert. Deswegen habe ich die auch noch mitgenommen. Today is a good day to make memories. Und ich glaube, ich habe dieses... Nee, das sieht ein bisschen anders aus, dieses Gelb-Gold. Ne? Das ist aber auch eine schöne Palette. Das ist eher so eine Abendlook-Palette, würde ich sagen. Ich kann mir aber auch so gut vorstellen, dass ich einfach easy peasy einen Look mit diesem Senfgelb mache und dann das da drüber, vielleicht ein bisschen was von diesem Hellbraun so außen, um das zu verdunkeln. Fertig ist die Laube und hast so einen richtig schönen sonnigen Look. Da habe ich auch Bock drauf. Komm, da gucken wir uns mal diesen Ton an. Das ist einfach... Also ich hätte nicht... Also, ne... So was, das findest du doch sonst nirgendwo. Jetzt sei mal ehrlich hier, ne? Habe ich sonst noch nie gesehen. Das ist Wahnsinn. Vor allem für den Preis. Es ist alles in einem bezahlbaren, in Anführungsstrichen bezahlbaren Rahmen. Und es flasht mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass jemand diese Lidl-Paletten verwendet. Und wenn ich sie mir dann auch noch nachkaufe, hier habe und selber swatche, da geht mir einfach jedes Mal das Herz auf. Ich scheue mich immer noch davor zu sagen, okay, ich stelle mir mal selber eine Palette zusammen, weil ich das nicht so gerne mag. Ich mag es lieber, auch wenn ich hier Produkte vorstelle, dass ich euch sagen kann, hey, das ist die und die Palette, das ist die Dream Sign Palette, das ist der Ton so und so, steht alles dann auch auf der Palette drauf, ne? Und halt nicht diese Set-Paletten, wo du die ganzen Monos drin hast und so. Finde ich immer ein bisschen schwierig, weil gerade sowas, ne, das... Oh. Hammer. Okay, und von Lidl Cosmetics habe ich mir aber auch noch eine Face-Palette geholt. Ich habe einen Highlighter von denen, den ich hart feiere. Das müsste der Isotope sein. Wunderschön, ist auch schon ziemlich runtergerockt. Und da habe ich mir jetzt diese Variante einfach mal mitgenommen. Da sind Blush, Bronzer und Highlighter mit drin. Ja, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen eine krassere Geschichte, weil ich mir gedacht habe, komm, ich habe schon sehr viele Blushes, ich habe schon sehr viele Bronzer, gute Highlighter, ne? Das war jetzt also in diesem Palettenkonzept mit dabei. Da konnte man aus verschiedenen Standards wählen oder man kann die sich auch selber zusammenstellen. Hier bin ich aber sehr, sehr interessiert, wie dieser Tomatenrotton sich auf meinen Wangen macht. Weil ich sowas sehr interessant finde und sowas in der Art und Weise halt auch noch nicht in meiner Sammlung habe, weil ich bislang davor ja gescheut habe, wie auch immer man das sagen mag. Oh. Sieht aber schon cool aus, ne? Meine Hand sieht einfach wahnsinnig aus. Alter. Genau. Aber bei Lidl Cosmetics kann ich euch immer nur empfehlen, diese Schuber, wie auch immer, aufzubewahren, damit man nachher noch weiß, was man da so hat. An Tönen, falls man vielleicht sogar mal einzelne nachkaufen möchte oder so. Ich glaube, das steht auch hinten auf den Tönen drauf, wenn man sie aus der Palette rausnimmt, weil die haben ja alle so rein Pieksviecher. Aber ja, so ist es dann übersichtlicher. Okay, zwei Holz habe ich quasi noch. Beginnen wir mit Purish, weil ich habe das ja alphabetisch sortiert, das macht Sinn, ne? Ist euch das aufgefallen? Habe ich das am Anfang gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich zuallererst was von Purish zugeschickt bekommen und zwar von Nabla den Skin Realist in der Farbe Fair. Habe ich schon ausprobiert, habe ich mit euch, glaube ich, sogar schon in einem Video ausprobiert. Liebe ich. Wow, ist der geil. Es ist eine ganz, ganz tolle Applikation. Man kriegt den schön aufs Gesicht und du hast richtig viel Produkt hier drin. Das sind 48 Milliliter. Das heißt, da rechtfertigt sich halt auch echt der Preis. Ne? Das ist ein Airless-Container, das heißt, wenn du oben pumpst, dann schiebt sich dieses Vieh von oben nach unten durch, sodass du am Ende halt wirklich das ganze Produkt nach oben geschoben hast. Es passt 1A zu meinem Teint. Ich liebe diese Farbe. Und du hast hier oben halt einen Pumper und es ist ganz, ganz toll. Es ist von der Deckkraft her eher schier, aber es sieht wie Haut aus. Es ist so perfektioniert, aber du siehst nicht zugekleistert aus. Und das gefällt mir einfach richtig gut. Also vielen, vielen Dank an Purish, dass ihr mir das zugeschickt habt. Also wahnsinnig geiles Produkt und das wird sehr, 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 sehr gerne verwendet. Genau. Dann habe ich mir natürlich noch zum Geburtstag selber ein paar Geschenke gemacht. Ja, natürlich von Purish, weil ich habe ja in Kooperation das Grande Lash und das Grande Brow Serum für Wimpern und Augenbrauen
zugeschickt bekommen. Und ich habe mir gedacht, Claudia, das schenkst du dir selber zum Geburtstag, weil was da abgegangen ist in meinem Gesicht in den letzten Monaten, sind es ja im Prinzip, also ich verwende beide Produkte. Gestern habe ich eine Erinnerung auf meinem Handy bekommen, dass das Brow Serum jetzt an seinem Höhepunkt ist und ich glaube, man muss das 4 Monate verwenden, genau. Und ich verwende beide dann schon gleichzeitig lang. Also beides verwende ich schon 4 Monate. Das, bei dem Wimpernserum siehst du nach 3 Monaten halt das Optimale oder das Längste. Du kannst es aber noch weiter verwenden, beziehungsweise ist es dann halt noch nicht leer. Ich verwende das jeden Abend, nachdem ich geduscht habe, mich gepflegt habe, meine Pflege aufgetragen habe. Und dann gebe ich mir das Wimpernserum auf die auf den Wimpernkranz hier oben und das Augenbrauenserum in die Augenbrauen rein. Ich bin jetzt geschminkt, aber ihr seht es auch immer wieder auf den Close-Ups bei Instagram oder ihr sprecht mich drauf an, wenn ich Schminkvideos drehe und so weiter. Wenn ich es euch nicht in der Infobox verlinke, dann fragt immer irgendwer, welches Wimpernserum, welches Augenbrauenserum verwendest du, weil meine Wimpern einfach ausrasten. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, Claudia, zum Geburtstag gönnst du dir. Und ich wurde zwar von Grande Cosmetics angeschrieben und die wollten halt mit mir auch weiter kooperieren, aber ich habe mir einfach gedacht, ich kaufe mir das aus eigener Tasche, einfach um euch einfach mal ganz ehrlich zu zeigen und zu sagen, Leute, ich stehe sowas von extrem hinter diesen beiden Produkten. Ich habe alle anderen Wimpernserien, die ich hier hatte, an meine Freundinnen weitergegeben, weil ich gesagt habe, so ein heftiges Ergebnis habe ich noch nie bei irgendeinem anderen Augenbrauen- oder Wimpernserum oder sonst irgendwas gesehen. Ja, die kosten ihren Preis. Die kosten beide so um die 65 Euro. Mit Claudis Welt 15 können die 15% sparen. So, ich habe von einer anderen YouTube-Kollegin tatsächlich den Code verwendet. Und ja, es ist einfach der Hammer, Leute. Ich kann da nicht mehr zu sagen, als dass es der Hammer ist. Ihr sprecht mich drauf an, meine Familie spricht mich drauf an. Mein Freund hat Ewigkeiten gedacht, ich würde künstliche Wimpern tragen. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist wunderbar. Und jetzt habe ich halt einfach Nachschub und ich kann es euch einfach ans Herz legen. Ich sage es jetzt immer wieder. Ich verlinke es euch jetzt auch immer wieder unten in den Infoboxen drin. Das ist einfach jetzt das Wimpernserum. Und wie gesagt, da siehst du nach 6 Wochen so das längste Ergebnis. Man muss sich halt immer wieder gedulden bei Wimpernseren und Augenbrauenseren. Und wenn das hier das optimale und längste Ergebnis ist, was diese Seren mit meinen Haaren im Gesicht machen, die da sein dürfen, dann ist alles tutti. Ich beschwere mich nicht. Ich stehe drauf. Ich finde es großartig. Natürlich sollte man, wenn man Wimpernseren verwendet, die ja dafür sorgen, dass die Wachstumsdauer der Wimper an sich verlängert wird, sollte man zusätzlich noch irgendwie seine Wimpern pflegen, zum Beispiel mit Rizinusöl, was du dann auf die Wimpern so gibst, ne? Oder mit Kokosöl oder mit, dass du dann zum Beispiel deine, es gibt auch extra Augencremes, die auch extra noch die Wimpern pflegen. Einfach mal danach gucken, genau, weil sonst kann es halt sein, dass die abbrechen. Nur das ist klar, je länger Haare sind, desto eher können die irgendwann abbrechen, wenn du sie nicht pflegst, ist bei Kopfhaaren ja genauso. Genau, und so sieht das Brow Serum aus, da ist der Applikator dann natürlich etwas dicker vorne, hat aber auch eher so einzelne Synthetikfaser, ne, dann mache ich da immer. Geil. Und jetzt habe ich halt einfach Nachschub und bin dann quasi das nächste halbe Jahr versorgt. Aber erstmal müssen die anderen beiden ja aufgebraucht werden. Und das hält einfach echt lange, muss ich wirklich auch sagen. Und ich kann es halt wärmstens empfehlen. Und ich stehe da wirklich, wirklich, wirklich sehr hinter. Es ist teurer. Ich habe, glaube ich, auch noch nie so ein teures Wimpernserum verwendet, muss ich auch gestehen. Ich hatte das von Isana verwendet. Ich habe das von M.A.S.A.M. verwendet oder von Forever Young Long Lashes oder sowas. Das war auch richtig gut. Ich habe das von Je Lore verwendet. Das war auch gut. Aber so krass war noch kein einziges. Das muss ich einfach ehrlich sagen. Ne? Ja, okay. So, dann habe ich mir die koreanische Kosmetik ist dort eingezogen und ich wollte einfach die beiden. Ich bestelle mir sonst gar keine Masken mehr. Aber ich habe halt in dem Moment gedacht, da habe ich einfach Bock drauf. Einmal habe ich mir bestellt Goodbye Redness mit Centella. Ne? Centella Asiatica ist ein Traum fürs Gesicht, weil das gibt oder das bindet irgendwie noch richtig die Feuchtigkeit, es beruhigt die Haut und so weiter. Und ich habe hier so eine krasse Mr. Fred Familie, also die will ich einfach nur bekämpfen. Und das ist von Benden. Von Benden habe ich die Eye Patches, die habe ich mal von Yesstyle zugeschickt bekommen. Und ja, jetzt habe ich auf jeden Fall eine Gesichtsmaske, die ich jetzt die nächsten Tage verwenden werde. Genau. Dann habe ich mir von Misha, auch das ist neu bei Purish eingezogen, die Propolis-Maske geholt. Und Propolis ist dafür bekannt, das steht jetzt so, glaube ich, gar nicht richtig drauf, egal. Ich kenne Propolis-Creme, verwende ich auch, habe ich gestern Abend noch verwendet auf meinen Rötungen, auf meinen Pickeln, Leute, auf meinen Auswüchsen, die da so sind.
Das wirkt abschwellend, das wirkt so ein bisschen hautberuhigend, antiseptisch glaube ich auch, weil das auch irgendwie, es wird irgendwo irgendwie in dem Bienenstock hergestellt. Es wird aus Bienenkram produziert auf jeden Fall. Und alles, was mit dieser ganzen Bienenhonig-Gedönsen-Produktion zu tun hat, ist ja super gut für die Haut, gefühlt. Und jedenfalls sagt uns das die Beauty-Industrie, ne? Aber Propolis ist wirklich gut. Das verwende ich schon seit Jahrzehnten tatsächlich. Also bevor ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, und wir sind 15,5 Jahre zusammen, habe ich schon Propolis verwendet. Das hat damals unsere Heilpraktikerin uns empfohlen, als wir halt so Stellen hatten, die halt so desinfiziert und gleichzeitig gepflegt werden mussten. Also mein Papa hat sich zum Beispiel irgendwann mal einen Hochdruckreiniger irgendwie ganz, ganz blöd ins Bein gehauen. War nicht geil. Und da musste meine Mom, als wir noch zusammen waren, klar, mit so einem Watte oder mit so einem Q-Tip und Propolis-Tinktur das immer sauber machen. Wow. Aber Entschuldigung, Papa, dass ich das erzählt habe. Auf jeden Fall war das mit Propolis. Seitdem kenne ich Propolis und es ist echt ein geiles Zeug. Und das als Gesichtsmaske, wenn man so eine explosionsartige Geschichte im Gesicht hat, ich glaube, das kommt ganz gut. So, was habe ich hier zu erzählen über Propolis und über Gesichtspflege? Egal. Hauptsächlich ist das hier ein dekorativer Kosmetikhaul, ihr seht selber, ne? Ja, habe ich auch ins Dings, ja, habe ich reingeschrieben, bestimmt, irgendwie. Zukunfts-Claudi, mach das mal. Okay, dann habe ich hier noch etwas gratis mit dabei gekriegt, gab es irgendwie wohl an dem Tag. The Sign Tribe Remove and Chill Reusable Nail Polish Remover Pads. Ja, da machst du irgendwie Nagellackentferner drauf und dann über die Finger. Muss ich mal gucken, weil ich verwende ja tatsächlich nur noch diesen Reinsteckfingervieh. Für meine Nägel, Fingernägel und für meine Fußnägel habe ich ja immer noch das Problem, dass ich diese wegschmeißmäßigen Wattepads nehmen muss, weil ich den nicht in dieses Prompelding reingeprompelt kriege, mein Fuß. Ja, das ist eine total tolle Beschreibung. Auf jeden Fall sind das ja wohl wiederverwendbare. Und da bin ich einfach gespannt drauf, wie das funktioniert. Ich habe aktuell, ich muss mal wieder Pediküre machen. Deswegen wird das ausgetestet. Und das gab es halt für Ome mit dabei. Manchmal gibt es das ja, ne, dass du dann einfach mal ein Goodie mit dazu bekommst. Ich hatte auch schon mal was von The Ordinary bei einer Bestellung mit dazu bekommen. Schaut einfach vorbei, das steht dann da meistens oder kommt dann im Warenkorb. Ja. Urban Decay hat seinen Online-Shop in Deutschland aufgelöst. Ich habe es auch auf Insta geteilt und ich habe selber schon gesehen, dass ich super viele damit angefixt habe. Und ich habe mich natürlich selber auch nicht lumpen lassen, weil es gab einen ungefähr 50%igen Sale. Leute, ne? Ich habe auch dieses Ultra Glow Urban Decay All Nighter Setting Bla mir gekauft. Den habe ich aber schon in einem Video gezeigt und deswegen ist er jetzt gerade hier nicht mit im Haul. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal die vier restlichen Produkte, die ich mir bestellt habe. Die sind auch noch mit dabei. Und zwar habe ich hier zuallererst den Urban Decay 24/7 Glide-On Eye Pencil. Das ist, ja, diese Augenstifte von Urban Decay sind einfach so gut. Die halten sowohl auf der Wasserlinie halt mega krass, als auch dann im, als Eyeliner. Ne? Das verwischt halt nichts. Richtig, richtig gut. Und das ist halt mal ein blauer. In der Farbe Roxy habe ich mir den mitgenommen. Es gab auch so ein paar mega krasse Aktionen, dass man da auch so Bundles hätte kaufen können und so. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe halt nur das dann... Ich habe nur das bestellt, was ich haben wollte. Ja, ja, genau, Claudia. Ganz genau. Du hast dich natürlich nicht anfixen lassen. Nein, natürlich nicht. Du bist hart geblieben. Ja, ja, nein. Was rede ich hier manchmal? Okay. Nein, es gab halt es gab Rabatte, Leute. Ja, hier konnte ich natürlich überhaupt nicht drumherum, weil ich bin ja immer ein Mensch, der sagt, ich mag keine länglichen Fännchen. Urban Decay hat nicht viele Paletten rausgebracht, die keine länglichen Fännchen haben. Übrigens, keine Angst haben, Urban Decay stellt nicht die Produktion ein oder sonst irgendwas. Die gibt es weiterhin bei Flaconi, bei Douglas, bei Schlag mich tot, überall noch zu kaufen. Aber es ist einfach nicht lukrativ genug, dann das eigene Lager zu führen und das eigene Gedönsen zu machen. Die haben das lang und breit erklärt. Also da gab es einen riesen Brief. Habe ich auch auf Instagram gepostet. War nachvollziehbar. Und deswegen vertreiben die das halt nur noch über den Handel quasi und nicht mehr direkt. Nachvollziehbar. Machen viele Firmen. Genau, auf jeden Fall habe ich hier diese Palette mitgenommen, die Stone Palette. Nicht nur, weil wir hier überwiegend schimmernde Töne haben, sondern halt auch, weil diese Fännchen genau so sind, wie ich sie haben will. Nämlich viereckig bzw. quadratisch und nicht so crazy. Geil. Nicht so länglich. Ich bin einfach, ich mag es nicht, obwohl ich mir zwei Paletten mit länglichen Fännchen mitgenommen habe. Läuft bei mir. Und ich hätte mehr genommen, wenn sie noch da gewesen wären, aber war schon recht viel ausverkauft. Ja, geil. Also du hast hier vier matte Töne und der Rest sind Schimmertöne.
Die Meinungen über diese Palette sind gespalten, definitiv. Aber ich persönlich kann mir halt vorstellen, damit nicht so einen Wawawum-Look zu schminken, sondern halt wirklich Alltagslook, so blöd, wie sich das anhört. Aber indem ich mir mit Good Karma einfach mein Auge sette, dann mit Antidot so ein bisschen die Lidfalte vorbereite und dann irgendeinen von diesen Schimmertönen verwende, um das Ganze aufzupeppen, dann gebe ich mir den Third Eye unten an den unteren Wimpernkranz oder Hext, je nachdem, und dann war es das, ne? Voll krass. Also ich stehe drauf, ich habe hier so ein Blau, was ich mal swatchen kann. Das ist so ein, sind so diese marmorierten Geschichten, ne? Dann habe ich hier so ein Vibes, irgendwie so ein Mauve-Ton. Das ist alles Mauve, was nicht identifizierbar ist. Das sind doch geile Töne, Leute. Und für 50% Rabatt. Okay, das sieht jetzt nicht so geil aus im Swatch, das ist halt mehr Topper-Shade-mäßig, aber gut. Also nicht so geil wie Lethal Cosmetics, wenn ich ehrlich sein darf, aber es sieht schon gut aus, komm, beschwere ich mich nicht. Damit kann ich definitiv einen schönen Look machen. Ja, geil, 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 klappt ja, geil. Ja, muss ich dieses Ding behalten? Nein. Ciao, Kakao. Ja, aber, ey, was da hin? Wie schon gesagt, ich habe mir natürlich noch zwei von diesen länglichen Viechern mitgenommen, unter anderem die Naked Wild West Palette. Ich habe gesagt, ich möchte keine Naked-Sammlung aufbauen, ich möchte eigentlich keine Naked-Paletten kaufen, ich finde die Qualität nicht so bombastisch, ich mag keine länglichen Fännchen, ich hatte die Urban Decay Naked-Paletten, die ich da hatte, aussortiert und bin immer mit einem großen Bogen um alle dieser Paletten drumherum gegangen. Aber die sind halt echt schön, ne? Und diese Naked-Palette gab es schon so ähnlich mal, das darf man gar nicht sagen. Aber ich habe schon mal in der Limited Edition von Essence so eine Palette gesehen. Und ich glaube auch von Rival de Loup oder so. Aber ich bin sehr gespannt, wie die Quali halt ist. Ne? Wer jetzt dieser türkise Ton Butt nicht und wer dieser Text nicht, also quasi der und der Ton, hätten wir eine ziemlich neutrale Palette. Aber sie sind halt da. Genau, und dann kann man damit halt hier auch wieder sehr schöne Alltagslooks schminken, aber auch ein bisschen eskalieren. Der Butt ist natürlich so ein Ton, den ich mag. Ja, ja komm. Den swatch ich hier einfach mal hin. Sieht jetzt von der Qualität auch nicht so ultimativ krass aus, aber egal. Ich finde die schön. Und jetzt haben wir noch zu allerletzt die Urban Decay Ultraviolet Palette. Die habe ich damals bei Maxim im Video gesehen und fand sie bei ihm sehr, sehr schön. Auch da scheiden sich die Geister, weil sie halt nicht so Ultraviolet ist, wie der Name es vermuten lässt und auch das Packaging. Ne? Also du würdest hier denken, wow, hier hast du die lila Töne des Lebens. So eine schöne Verpackung übrigens. Nee, du hast hier doch auch wieder sehr viele neutrale Töne mit drin. Und dieser Teil ist so ein bisschen mehr in diese bunte Geschichte. Und ich schaue gerade das erste Mal tatsächlich rein und denke mir, wow. Den VR, Virtual Reality, können wir mal swatchen. Das ist so ein... Ja, Duochrome Tone. Der hat nämlich auch so einen Blauschimmer mit drin. Recht trocken. Meine Hand glitzert einfach schon von den ganzen anderen Swatches. Aber brauchbar. Und für 50% Rabatt, wie auch eben schon gesagt, konnte ich einfach nicht widerstehen. Sie sind jetzt hier. Herzlich willkommen in meiner Sammlung. Fühlt euch hier wohl. Ihr werdet alle benutzt. Ja, das war's dann jetzt hier auch mit diesem eskalativen Haul. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es wird nie wieder passieren, oder? Ja, aber ich bin ganz froh. Ich habe jetzt demnächst ein paar Schminkies dann vor mir, die wir dann zusammen schminken werden. Und ich freue mich drauf, die neuen Produkte auszuprobieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!